Moin Leute, und heute zeige ich euch einen richtig heftigen Unlimited Money Glitch mit Bypass und zeige ich euch, wie ihr eure eigenen Fahrzeuge duplizieren könnt. Wie geil ist das denn? Was braucht ihr für diesen Glitch? Ihr braucht einfach einen Bunker inklusive MOC. Im MOC im dritten Teil braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge und im MOC braucht ihr einen Faccio-Roller. Außerdem braucht ihr auch noch das CEO-Gebäude inklusive Garage. In der CEO-Garage braucht ihr auch noch die Werkstatt und ganz wichtig, Leute, diese Garage darf nicht voll sein, Leute. Die muss leer sein, ihr braucht da freie Stellplätze. Außerdem braucht ihr natürlich auch das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt einen Easy Classic aus der Arena-Werkstatt, weil den könnt ihr für richtig viel Schotter verkaufen. Und außerdem braucht ihr auch noch eine Haftbombe, mindestens, am besten mehrere. Und am Ende des Videos, Leute, werde ich euch nochmal zeigen, wie ihr euren Easy aus der Arena-Werkstatt statt für 1,8 Millionen für knappe 3,3 Millionen GTA-Dollars verkaufen könnt. Deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich euch jetzt schon mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video da zu lassen. Würde mich auf jeden Fall mega freuen. Also ich würde sagen, fangen wir doch mal direkt an. Als erstes seid ihr in irgendeiner Freundes- oder Einladungssitzung. Denn als erstes müssen wir unseren Waffenrad etwas entleeren bzw. entmüllen. Was bedeutet das? Wir müssen einfach unsere ganzen Waffen erstmal loswerden. Dafür geht ihr einfach ins CEO-Gebäude und leert euren Waffenschrank bzw. euren Waffenrad. Falls ihr da keinen Waffenschrank habt, müsstet ihr ihn halt übers Internet kurz auftunen oder geht halt in den Nachtclub. Da gibt es nämlich auch einen Waffenschrank. Auf jeden Fall habt ihr jetzt, so wie ich jetzt hier, alle Waffen auf Ausblenden gemacht, außer, Leute, außer die Haftbombe, könnt ihr zu eurem Bunker fahren. Seid ihr im Bunker angekommen, können wir jetzt auch schon mit dem Glitch loslegen. Der erste Teil des Glitches, Leute, ist praktisch, wie ihr in den Modus reinkommt. Was bedeutet das für uns? Wenn wir einmal in dem Modus drin sind, Leute, können wir unsere Fahrzeuge relativ schnell wieder duplizieren. Das bedeutet, wenn wir einmal in dem Modus drin sind, alle 2 Minuten ein Easy Classic aus der Arena-Werkstatt uns abspeichern. Wie geil ist das denn? Deswegen lassen wir uns direkt loslegen. Als erstes geht ihr in euren MOC rein und steigt auf euren Faccio-Roller. Seid ihr auf euren Faccio-Roller draufgestiegen, fahrt jetzt raus. Und Leute, jetzt kommt ein kleiner Timing-Part, denn sobald ihr im Bunker gespawnt seid, müsst ihr die Viereck-Taste drücken, sodass ihr die Haftbombe ausgewählt habt, müsst die Haftbombe werfen und explodieren lassen, damit ihr stirbt. Und Leute, ja, das Zeitfenster ist wirklich sehr, sehr gering. Deswegen mussten wir auch eben unseren Waffenrad komplett entleeren. Gut, wie ihr hier seht, Leute, im ersten Versuch hat es bei mir jetzt leider nicht funktioniert, ist aber nicht schlimm, deswegen fahren wir jetzt einfach wieder zurück zum MOC rein und fahren dann einfach wieder raus und versuchen es nochmal. Also Leute, jetzt wieder Timing-Part, ich drücke wieder die Viereck-Taste, hab Haftbomben ausgedrückt, werf die Haftbomben und BOOM! Ich bin gestorben. Und das, Leute, brauchen wir. Denn wenn wir jetzt gestorben sind, werden wir jetzt am Hafen spawnen. Seid ihr am Hafen gespawnt, könnt ihr jetzt einfach eure Mobilo-Kommandozentrale über das Interaktionsmenü zu euch bestellen. Denn wir fahren jetzt zu einer ganz bestimmten Location. Und zwar hier auf der Karte habe ich euch jetzt markiert. Und sobald euer MOC gespawnt ist, werdet ihr aus dem Optionsmenü rausgekickt. Und ihr werdet auch nicht mal wieder reinkommen ins Optionsmenü. Daran merkt ihr auch, dass ihr in diesem speziellen Modus jetzt drin seid. Und den brauchen wir für diesen Glitch. Seid ihr jetzt mit eurem MOC an den Punkt angekommen, den ich euch jetzt markiert habe, fahrt ihr jetzt in diesen Tunnel rein. Denn das Besondere an dieser Stelle ist, dieser Tunnel ist zu klein für euren MOC. Ihr werdet da jetzt reinfahren und stecken bleiben. Und genau das brauchen wir, Leute. Habt ihr euren MOC jetzt so reingefahren, wie ich es jetzt getan habe, steigt jetzt einfach aus und ruft jetzt Morse Mutual an und repariert jetzt euren Faccio-Roller, denn das ist jetzt ganz wichtig, Leute. Habt ihr euren Faccio-Roller wieder reparieren lassen, geht ihr wieder aufs Handy, geht auf Kontakte und ruft euren Mechaniker an und bestellt das Fahrzeug, was ihr euch jetzt duplizieren wollt. Mein Tipp, nehmt ein Easy Classic, denn am Ende des Videos werde ich euch nochmal zeigen, wie ihr nochmal Geld aus diesem Easy rausbekommen könnt. Aber ihr könnt natürlich auch genauso gut ein LG Retro Custom nehmen oder sonst irgendeinen Lowrider, der natürlich nicht zu viel im Internet kostet. Auf jeden Fall habt ihr jetzt euer Fahrzeug bestellt, fahren wir jetzt zum Anhänger des MOCs. Und zwar fahren wir jetzt einfach hinten rein und ihr werdet merken, dass ich jetzt oben links die Meldung habe, rechte Pfeiltaste drücken, um im MOC reinzufahren. Jetzt drückt ihr hier gar nichts, Leute, denn wir müssen jetzt ein bisschen Abstand gewinnen vom Anhänger. Das bedeutet, wir fahren jetzt so weit wieder nach hinten, dass wir trotzdem auch oben links die Meldung haben. Habt ihr die Meldung nicht mal, ein bisschen kurz wieder nach vorne und ein bisschen nach hinten fahren. So, dass ihr gewissen Platz zwischen MOC und eurem Fahrzeug habt. Meint ihr, das ist genug? Steigt ihr einfach aus und steigt in euren MOC wieder ein. Seid in eurem MOC drinne, jetzt kommt der nächste kleine Timing-Part, denn wir halten jetzt die rechte Falltaste gedrückt, dass wir unseren Anhänger vom MOC abkoppeln, steigen aus, rennen zum äußeren Fahrzeug, was wir uns duplizieren wollen, in meinem Fall ist es der Easy Classic aus der Arena-Werkstatt, und sobald wir im Easy Classic drinne sitzen, spammen wir die rechte Falltaste und die X-Taste. Das bedeutet, wir möchten unsere MOC reinfahren und bestätigen ja, dass unser MOC hier eigentlich voll ist. Und Leute, das macht ihr so lange, bis ihr einen schwarzen Bildschirm bekommt. Habt ihr einen schwarzen Bildschirm, habt ihr es eigentlich geschafft.
geschafft, denn sobald ihr wieder spawnt, werdet ihr merken, Leute, dass mein Nummernschild sich auf einmal geändert hat. Das bedeutet, wir haben es unserem Fatschi-Roller erfolgreich überschrieben. Das merkt ihr immer an Nummernschild. Dann als nächstes können wir jetzt mit unserem Easy Classic einfach zu unserer CEO-Garage reinfahren, wo noch Plätze übrig sind. Sind wir jetzt in unserer CEO-Garage angekommen, ist der Glitch noch nicht ganz vorbei. Dann, wenn ich jetzt in den blauen Kreis reingehe, werdet ihr merken, dass da steht Fatschi-Roller. Oder Faccio, obwohl ihr eigentlich seht, dass es ein Easy Classic aus der Arena-Werkstatt ist. Aber Leute, keine Sorge, deswegen steigt jetzt einfach in euren Easy Classic ein und drückt die rechte Falltaste für die Tuning-Garage. Seid ihr in der Tuning-Garage angekommen, erinnert ihr irgendetwas. Irgendein Nummernschild, hier die Bremsen zum Beispiel, es geht auch. Irgendwas Billiges, denn sobald ihr irgendwas geändert habt, habt ihr das Fahrzeug abgespeichert und es gehört euch. Wie geil ist das denn? Und das war's schon mit dem Glitch so gesehen. Und wir können das Fahrzeug jetzt ganz schnell nochmal neu duplizieren. Das bedeutet, wir bestellen uns jetzt einfach wieder einen Fatschi-Roller in unseren MOC rein und fahren jetzt in unseren MOC. Seid ihr im MOC angekommen und euer Fatschi-Roller wurde bestellt, müssen wir jetzt natürlich unseren Anhänger wieder unten einklemmen. Das bedeutet, wir müssen jetzt unserem Fahrerhäuschen wieder da rausfahren. In meinem Fall ist dieses Fahrerhäuschen leider so gut eingeklemmt, dass ich jetzt zuerst einen Easy Classic bestellt habe und jetzt versuche, ihn da rauszuholen. Das könnt ihr machen, Leute. Ist nicht schlimm für den Glitch, wenn ihr jetzt zuerst das Fahrzeug bestellt, was ihr euch duplizieren möchtet. In diesem Schritt jetzt. Deswegen alles super. So, habt ihr jetzt euren MOC jetzt befreien können, so wie in meinem Fall, fahrt jetzt einfach wieder rein, so wie am Anfang des Videos und klemmt unseren MOC jetzt ein. Habt ihr euren MOC eingeklemmt, steigt ihr aus und steigt in eurem Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, beziehungsweise, falls ihr es noch nicht bestellt habt, bestellt ihr euch das Fahrzeug, was ihr euch duplizieren möchtet, über den Mechaniker. Gut, habt ihr euer Fahrzeug bestellt, fahren wir jetzt wieder hinten zum MOC ran. Und jetzt müssen wir natürlich wieder ein bisschen Abstand bewahren, denn wir fahren jetzt einfach so weit zurück, dass wir aber trotzdem noch oben die Meldung haben, rechte Falltaste, um MOC reinzufahren. So, in meinem Fall sage ich jetzt einfach mal, der Platz reicht aus. Ich steige aus und steige in mein MOC ein. Seid in eurem MOC drinne, haltet jetzt die rechte Falltaste gedrückt, um eure MOC abzukoppeln. Ihr seht schon, wie das euer MOC rumspackt. Jetzt steigt ihr aus, rennt zu eurem Fahrzeug, was ihr euch duplizieren wollt, steigt ein, spammt wieder die rechte Falltaste und die X-Taste, was das Zeug hält. Und wenn alles funktioniert hat, Leute, müsstet ihr wieder einen kurzen schwarzen Ladescreen bekommen und werdet kurze Zeit später wieder mit dem Auto draußen spawnen und das Nummernschild hat sich jetzt schon wieder geändert. Denn unser Duplikat hat jetzt natürlich das Nummernschild von den Fatschi-Roller bekommen. Und by the way, Leute, wenn ihr einen endlosen Ladescreen habt, dann müsst ihr den Glitch leider komplett von vorne machen. Das passiert manchmal bei diesem Glitch. Aber Leute, wenn das euch öfters passiert in der Sitzung, rate ich euch, die Sitzung mal zu wechseln. Das hatte ich nämlich tatsächlich auch bei der Aufnahme mal. Haben wir jetzt unser Fahrzeug, fahren wir uns natürlich jetzt wieder zurück zur CEO-Garage mit unseren freien Stellplätzen. Sind in unserer CEO-Garage angekommen, steigen wieder ein und drücken die rechte Falltaste, um in die Tuning-Garage zu gelangen, denn fürs Spiel ist es ja immer noch der Fatschi-Roller. Deswegen müssen wir jetzt auch wieder hier irgendwas umtunen, damit es gespeichert wird. Also irgendein Nummernschild, Gläser oder hier in meinem Fall Bremsen. Irgendwas total Billiges, aber dann ist es abgespeichert und es gehört euch. Und so einfach ist das und so schnell könnt ihr wieder ein Fahrzeug euch duplizieren. Das bedeutet, wenn ihr einmal im Modus seid, könnt ihr ungefähr alle 3 Minuten ein Easy einfach duplizieren. Wie geil ist das denn? Aber Leute, ich habe ja am Anfang des Videos gesagt, dass ihr diesen Easy statt für 1,8 Millionen für 3,3 Millionen verkaufen könnt. Das klingt doch mal toll und ja Leute, das geht wirklich. Was braucht ihr denn für diesen Glitch? Für diesen Glitch braucht ihr einen anderen Zielmodus. Mein Tipp, nimmt freies Zielen. Den Zielmodus könnt ihr im Story-Modus oder im Editor ändern. Außerdem braucht ihr auch noch den Cerberus. Das ist dieser LKW aus der Arena-Werkstatt. Und zwar in der Version, in der ihr euren Easy habt. In meinem Fall ist es die Zukunftsschock-Variante, können aber natürlich auch Altraum sein und so weiter und so fort. Und außerdem braucht ihr auch noch einen RC Bandito. Und nein, der RC Bandito muss nicht gemerged, gemoddet oder sonst irgendwas sein. Ihr braucht den einfach nur. Und mein Tipp, Leute, stellt euren Spawnpunkt auf irgendein Gebäude außer der Arena-Werkstatt. Denn wenn ihr an der Arena-Werkstatt direkt spawnt, ist der Glitch etwas launisch und funktioniert nicht immer. Deswegen einfach irgendwie in der Nähe setzen, dann sollte er eigentlich immer First Try funktionieren. Habt ihr euren Easy Classic, den ihr jetzt verkaufen wollt für 3,3 Millionen GTA-Dollars, auch in eure Werkstatt umgeparkt, können wir jetzt auch mit dem Glitch loslegen. Denn jetzt gehen wir zu unserem RC Bandito, so dass wir die rechte Falltaste drücken könnten. Und gehen jetzt ins PSL-Menü,
gehen jetzt auf Einstellungen, gehen auf Netzwerk und jetzt sehen wir, Leute, dieses Häkchen für unser Internet. Und genau das brauchen wir, denn jetzt drücken wir die doppelte PlayStation-Taste und werden zurück in GTA kommen. Und wenn wir jetzt nochmal doppelte PlayStation-Taste drücken, werden wir jetzt wieder zurück zur Einstellung kommen. Das bedeutet, wir haben es diese Einstellung auf unser Schnellmenü gelegt und das brauchen wir, Leute. Denn ihr geht jetzt wieder zurück zu GTA und drückt die rechte Falltaste. Und sobald ihr das Mechanica-Menü vom RC Bandito sieht, drückt ihr die doppelte PlayStation-Taste und kappt euer Internet und geht wieder zurück in GTA. In GTA wartet ihr jetzt so lange, bis jetzt die Fehlermeldung erscheinen wird. Ist die Fehlermeldung erschienen, drückt ihr einfach X zum Bestätigen und sobald ihr das bestätigt habt, könnt ihr euer Internet wieder anmachen. Ihr werdet jetzt in den Story-Modus geworfen. Wurdet ihr in den Story-Modus geworfen, geht einfach wieder zurück in irgendeiner GTA Online-Sitzung. Und seid ihr in einer GTA Online-Sitzung gespawnt, geht ihr wieder zu eurer Arena-Werkstatt. Seid ihr in der Arena-Werkstatt angekommen, können wir jetzt kontrollieren, ob der Glitch geklappt hat. Denn wir steigen jetzt unsere Cerberus ein und drücken jetzt die rechte Falltaste für die Tuning-Garage. Und wenn alles funktioniert, Leute, müsstet ihr auf den Garagenstellplatz das Tuning-Menü haben. Und genau das braucht ihr und dann habt ihr auch den Glitch praktisch schon geschafft. Denn jetzt gehen wir auf Verkaufen und nein, Leute, keine Sorge, das Fahrzeug verkaufte nicht wirklich. Aber wir gehen jetzt auf Verkaufen und bestätigen jede Meldung mit X. Und wie gesagt, keine Sorge, Leute, das Auto werdet ihr behalten. Des Cerberus passiert nichts. Ihr werdet jetzt einen endlosen Blackstream bekommen. Woran merkt ihr, dass ihr einen endlosen Blackstream bekommt? Dass ihr unten die weiße Ladeschnecke habt, aber ohne, dass da steht Ladevorgang. Wie kommt aus diesem Blackstream wieder raus? Ihr sucht euch jetzt aus einer Community oder Freundesliste jemanden raus, der einen anderen Zielmodus hat. Das bedeutet, wir suchen jetzt jemanden raus, treten den jetzt bei. Die erste Meldung, die sich in GTA jetzt laden wird, ist ja die Meldung, ob ihr euch sicher seid, dass ihr denjenigen beitreten möchtet. Hier drückt ihr gar nichts, Leute. Denn wir drücken jetzt die doppelte PlayStation-Taste, um diese Beitrittsmeldung im PSN wieder reinzugehen und gehen jetzt nochmal auf Beitreten. Und wenn ihr einen anderen Zielmodus hat, müsste sich jetzt die Meldung in GTA ändern. Denn ob ihr euch sicher seid, dass ihr den Zielmodus ändern möchtet, kommt diese Meldung nicht, hat der besagte Spieler den gleichen Zielmodus wie ihr und ist unbrauchbar für diesen Glitch. In meinem Fall hat er den anderen Zielmodus gehabt, ich habe diese andere Meldung in GTA bekommen, jetzt drückt ihr einfach nur Kreis und bumm, ihr seid aus dem Blackscreen raus. Jetzt steigt er aus und steigt zu eurem duplizierten Easy. Seid in eurem duplizierten Easy Classic, drückt ihr die rechte Falltaste für die Tuning-Garage und ihr werdet jetzt auch in die Tuning-Garage reingezogen. Seid in der Tuning-Garage drinne, Leute, ihr müsst nur Kreis drücken und Werkstatt verlassen. Und BOOM! 3,1 Millionen GTA-Dollars in meinem Fall, statt 1,8 Millionen. Und so einfach ist es, Leute. Ihr könnt im Maximum auftunen von Cerberus 3,3 Millionen GTA-Dollars aus diesem Glitch herausholen. Das bedeutet, je mehr euer Cerberus getuned ist, desto mehr Geld könnt ihr für euren Easy rausschlagen. Wie geil ist das denn? Und ihr könnt den Glitch jetzt einfach direkt wiederholen. Von Anfang an. Aber Leute, das war's ja eigentlich auch schon. Es würde mich übelst freuen, wenn ihr für dieses Video einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Wenn ihr mich noch nicht kennt, abonniert mich, damit ihr nicht so welche krassen Glitches verpasst wie diesen hier. Ich bin raus, bleibt gesund, euer Bombard. Ciao.